Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Mass Effect Legendary Edition Episode 3 mit dem Ralf. Und in der letzten Folge haben wir eine Cerberus-Anlage infiltriert und ein paar Artefakte von denen mitgehen lassen. Die gute Trainer hat mich informiert, dass wir in der Shuttle-Bucht gefragt werden. Na, gehen wir doch mal hin. Aha. Ich liebe dich, aber ich kenne dich. Du musst loslassen, versprich's mir, Steve. Nein, nicht. Okay, das klingt nicht so ganz so geil. Ich liebe dich, aber ich kenne dich. Du musst loslassen, versprich's mir, Steve. Nein. Oh. Tut mir leid, ich habe sie nicht gesehen. Das ist eine Aufnahme von Ferris Fields. Vor 7 Monaten. Ich habe dabei viele Freunde verloren. Und meinen Mann. Mega traurig. Ich habe getrauert. Einen Frieden gemacht, wie er es gewollt hätte. Sie haben während des Angriffs mit ihm gesprochen? Ich überwachte Bauarbeiten in einer Station einige Klicks südlich der Hauptkolonie. Robert schaffte es aus dem Energiefeld der Kollektoren. Anstatt wegzulaufen, rief er mich an. Herzliches Beileid. Er hat sie offensichtlich sehr geliebt. Er hatte Angst, ich würde nicht loslassen. Für ihn habe ich weitergemacht. Dachte ich. Dann kam die Invasion, es blieb keine Zeit. Und was nehme ich mit? Das hier. Wozu sollte man sein Leben weiterführen, wenn sowieso alles den Bach untergeht? Wenn Sie so denken, haben wir schon verloren. Ja, das stimmt, aber... Also, ehrlich gesagt, ich war noch nie so allein wie jetzt. Sie sind nicht allein. Ich bin da, wenn Sie mich brauchen. Das weiß ich zu schätzen, Shepard. Wirklich. Aber keine Sorge, Commander. Im Pilotensitz gebe ich 100%. Ich enttäusche Sie nicht. Schwer ist nur die Zeit zwischen den Missionen, wissen Sie. Ich weiß. Oh, der Arme. Warum war das gerade so dunkel? Ich habe viel zu hell. Auch zu hell. Die Beleuchtung ist echt ein bisschen komisch. Punkte heller. Das ist angenehmer. Und wie viel hat die jetzt gebracht? Oh.
kaufen. Kaufen. Gottes. Dritter ist leer. Bestätigen. Ja, das ist die deutlich leichter. Die 8% kann ich auch scheißen. Aber der hat mehr Wumms und ist präziser. Mehr Stabilität. Ja, da bin ich zufrieden mit. Da bin ich zufrieden mit. Jetzt bei dir was Neues zu palabern? Hey, was liegt an? Musst du mir sagen. Warum benutzen Sie ständig Spitznamen? Ich kann mir so die Leute besser merken. Manche passen einfach nicht zu ihrem Namen. Also gebe ich ihnen einen neuen. Und ich bin also eine Lola, hm? Ja, die Schwester meines besten Freundes früher hieß Lola. Sie war älter, heiß, tough. Ah, ja. Aha. Finde ich witzig. Sie haben eine Mission gegen die Kollektoren erwähnt. Was ist passiert? Das, was ich erzählt habe. Alles ging den Bach runter und ich und ein paar andere haben überlebt. Wenn Sie den Rest der Geschichte hören wollen, müssen Sie mich richtig betrunken machen. Oder... Oder was? Oder nichts. Tut mir leid, Commander, ich will einfach nicht darüber reden. Nächstes Thema? Du wirst dann noch drüber reden, irgendwann. Haben Sie Familie auf der Erde? Ja, ein Onkel, Militär im Ruhestand. Und einige Cousins, von denen ich länger nichts gehört habe. Standen Sie Ihrem Onkel nahe? Ja, wegen ihm bin ich zu den Marines. Er war nach dem Tod meiner Mutter der einzige Lichtblick in meinem Leben. Kein Vater? Irgendwo ist er sicher. Aber ich würde ihn nicht als Familie bezeichnen. Nicht mehr. Aber ich wüsste gern, wie es meinem Leben geht. Sie und Lieutenant Cortez kennen sich also bereits. Ja, Esteban war auf Fell Prime, als auch mein Trupp und ich dort stationiert waren. Vor ein paar Monaten haben wir uns auf der Erde wiedergesehen. Er ist ein guter Kerl. Aber sagen Sie ihm das nicht. Es steigt ihm sonst zu Kopf. Wir reden später weiter. Natürlich. Kann ich da nochmal drauf eingehen? Hoffentlich habe ich Sie bei dem letzten Cerberus-Angriff nicht zu lange hängen lassen. Ich bin nur froh, dass wir es in einem Stück überstanden haben. So ein Luftgefecht habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Ich habe meine Trident vermisst. Luftkampf ist nicht wirklich die Stärke des Kodiak. Ja, so wie der aussieht, also rein optisch ist es auch nicht unbedingt ein Kampftransporter. Nochmal nach Jarek, ob der sich jetzt doch noch entscheidet, uns mitzugehen. Tut mir leid, Sie schon wieder zu stören, aber Sie müssen doch etwas über das Gerät wissen. Jede Kleinigkeit hilft. Das sollte unser Wunder sein. Aber wir waren zu dem Zeitpunkt schon versprengt und ohne Kommunikation. Ich habe nicht daran geglaubt. Vertraut habe ich nur der Waffe in meiner Hand. Und Sie wissen auch nichts über den Katalysator? Wie ich schon sagte, Asari. Nein. Tut mir leid, aber es hängt eben so viel davon ab. Ich weiß das besser als Sie.
Lassen Sie mich jetzt bitte in Ruhe. Ich muss mich erholen. Natürlich. Entschuldigung. Ich brauche noch etwas Zeit, um die Stase zu verarbeiten. Schade. Das heißt, die nächste Mission ist auch noch nicht bereit. Wir würden gerne mitnehmen. Wir haben es schon nichts zu berichten. Ah, da ist der Trainer. Haben Sie unser neuestes Besatzungs- Nicht Trainer, gesehen? Sie meinen die größte Alice, Story genau. In 50.000 Jahren, über die ich auf keinen Fall sprechen darf? Sie haben ihn also gesehen. Wollt's nur wissen. Wissen Sie, früher hatten Kameras keine automatischen Filter und die Reporter mussten vorher geschminkt werden. Müssen wir reden, Commander? Im Moment nicht. Sagen Sie Bescheid, wenn es soweit ist. Schade, dass man mit der nicht mehr grundlegend mehr drehen kann. Ich glaube, ich meinte mich zu erinnern, dass das bei ihr ein bisschen eingeschränkt war, was das Unterhalten angeht. Gegenüber mal vergleichbaren Charakteren. Mit der Trainer konntest du deutlich mehr labern. Mal gucken, wie viele Schiffe habe ich jetzt eigentlich wieder gefunden. Ja, das ist schon langsam wieder voll hier. Der hier fehlt noch. Aber den habe ich auch wieder. Hm, mein Hamster! Quick! Tschüss. Oh, die Fische fehlen immer noch. So, hier ist aber fertig. Aber hier noch nicht. Soll hier noch was sein? Erfolgreich. Naja, dann müssen wir mal dahin. Den Patriarchen retten. Da ist ein Depot. Okay. Hat sich ja nichts getan. Voll der Schlachtfeld, hey.
nein, nein. Das ist Palavin. Wir haben dort einen Freund. Verdammte Scheiße. Sie werden ausgelöscht. Das stärkste Militär der Galaxie und die Reaper äschern es einfach ein. War das auf der Erde auch so? Ja. Shepard, es tut mir so leid. Ja. Commander, die LZ wird überrannt. James, öffnen Sie die Luke. Erstmal Feuer drauf machen. Brauchen wir Feuer drauf. Lass mich mal umsehen hier. Und wieder die Kanten, die unsichtbaren. Da noch nichts rum. Schade. Soldat, wo finde ich Ihren kommandierenden Offizier? Geradeaus um die Ecke, hinter der ersten Barrikade. Alter. Wo? Oh. Der ist näher dran, als ich dachte. Die Kenntnis des Terrors ist unser einziger Vorteil. Aber der hält nicht ewig, wenn sie weiterhin ihre Truppen auf uns setzen. Wir halten dieses Gebiet so lange wie möglich. Ich verlinke meinen Transponder mit dem Vital-Signal-Überwachungssystem. Und den Anzügen der Einheiten. Wenn er ausgeht, schicken sie so schnell wie möglich eine andere Einheit hierher. Oh je. Das ist ein Befehl. Keine Antwort seit. Die Lage ist kritisch. Tobastic, bringen Sie Ihre Männer auf die Nordbarrikade. Ja, Sir. Sergeant Bartis, bringen Sie irgendwie den Kommunikationsturm zum Laufen. Sir. General? Commander Shepard, hörte schon, dass Sie kommen, hab's aber nicht geglaubt. General Corinthus. Ich hole Primarch Fedorian. Primarch Fedorian ist tot. Sein Shuttle wurde vor einer Stunde abgeschossen, als er versuchte, den Mond zu verlassen. Mist! Das verkompliziert die Sache. Wie schlimm, General? Wir haben in der letzten halben Stunde etwa 400 Männer verloren. Wir haben auf diesem Mond Lager als Vorposten aufgeschlagen, um dem Feind in die Flanke zu fallen. Eine einwandfreie Strategie, nur leider
Irrelevant. Ja, genau. Die pure Stärke der Reaper macht sie anscheinend immun gegen solche Taktiken. Der Primarch und seine Männer mussten das auf die harte Tour erfahren. Tut mir leid, ich habe gehört, er war ein guter Mann. Und ein Freund. Er hätte einen ausgezeichneten Diplomaten abgegeben. Wie geht es jetzt weiter? Die turianische Hierarchie hat ganz klare Regeln für die Nachfolge. Ja, General Corinthus? Bei derart schweren Verlusten kann ich nicht mit Sicherheit sagen, wer der nächste Primarch sein wird. Aber das Pelavin-Oberkommando weiß es bestimmt. Allerdings kann ich es im Moment nicht kontaktieren. Der Kommunikationsturm ist ausgefallen. Asks durchschwärmen das Gebiet. Wir kommen nicht nah genug ran, um ihn zu reparieren. Keine Sorge, ich kriege Ihren Turm wieder zum Laufen. Danke, Commander. Ich kümmere mich hier um alles Weitere. Gut, dann los. Und mal wieder ein Kommunikationsturm. Oder Terminal, oder was immer. Kommunikationsturm. Links von der Hauptbarrikade. Vor Palavin. Na dann vorwärts! Ja, jetzt mal keine Hektik hier. Der Turm rennt uns schon nicht weg. Was ist immer das Gleiche. Wir kommen, es gibt keine Kommunikation. Wir müssen erst einmal... War das nicht gerade Garros Stimme? Na, wie gesagt, wir kommen irgendwo an, die Hölle ist los, wir müssen das mit der Kommunikation wieder in Gang bringen. Irgendwie Standard. Oh. Die Katana hat mehr Schaden. Die Frage, hat eine Level 5 Gimita mehr? Ich hätte eine Level 1 eine Level 5 Katana. Halt, nee. Bei meiner Katana. Sie haben uns Wintersachen geschickt. Ich weiß zwar nicht, wie sie dachten, was wir damit anfangen sollen. Oder was wir damit hier wohl anfangen sollten. Aber ich nehme an, wir sollten trotzdem dankbar sein. Die Energiequellen können so umfunktioniert werden, dass sie die Filtereinheiten unserer Kampfausrüstung betreiben. Auch ganz schön, wenn die nicht so schnell verstopfen. Pragmatisch. Da lang. Ja, da drüben waren wir vorhin. Nicht. Bumm. Bumm hat er gemacht.
Liegt hier noch was? Nope. Okay, dann machen wir den Turm wieder an. Wir können sie von diesem Steuerpult aus nicht reparieren. Ja, geil. Liara, versuchen Sie, den Turm zu reparieren. Ich gehe rauf und sehe es mir an. Wenn Sie verhindern könnten, dass mir Husks nachklettern, wäre ich Ihnen sehr verbunden. Ich gehe mal davon aus, dass du das besser kannst. Bereit, James? Auf jeden Fall. Machen wir sie fertig. Ja, siehst du, mit der geht's schneller. Kommunikationsturm ist jetzt einsatzfähig. Ausgezeichnete Neuigkeit. Besten Dank. Und wo? Ich kontaktiere das Pelvin-Oberkommando und finde heraus, wer der Nächste ist und ob er überhaupt noch lebt. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was haben. Ich helfe Ihren Männern, dass ich von Ihnen höre. Verstanden. Shepard, Ende. Okay, der war schon tot. Ich höre. Ich habe Informationen vom Pelvin-Oberkommando. Kehren Sie bitte sofort zurück. Sind unterwegs. Oh ja. 6 Punkte. Rein in die Nova. Und schmettern. Das muss mehr knallen, muss das. Liara. Oh, Munition. Nee. Persönlich auch. Gruppenbonus will ich nicht. Schon sagte, ist die Nachfolge eigentlich ganz einfach. Aber im Moment herrscht Chaos in der Hierarchie. Viele sind tot oder werden vermisst. Ich brauche irgendjemanden, der mir die turianischen Ressourcen zur Verfügung stellen kann. Ich arbeite daran, Shepard. Wir werden den Primarche für Sie finden. Los! Garrus! Die Stimme erkenne ich überall. Vakarian, Sir. Ich habe Sie nicht eintreffen sehen. Rühren, General. Freut mich, Sie wiederzusehen. Ich dachte, Sie wären auf Pelvin. Wenn wir diesen Mond verlieren, ist auch Pelvin verloren. Ich bin so etwas wie unser größter Experte, was Reaper angeht, und deshalb als Berater tätig. James, das ist Garrus Vakarian. Er hat mir geholfen, die Kollektoren aufzuhalten. Ein guter Soldat. Lieutenant, schön, Sie zu sehen, Liara. Schön, dass Sie in einem Stück sind. General Corinthus hat mich informiert. Wir wissen, wen wir suchen. Das Pelvin-Oberkommando sagt, dass der nächste Primarch General Adrian Victus ist. Victus? Den Namen hatte ich schon mal vorliegen. Kennen Sie ihn? Ich habe heute Morgen an seiner Seite gekämpft. Schon ewig beim Militär. Ergebnisorientiert, beliebt bei den Truppen. Beim Oberkommando weniger. Er hat den Ruf, vorgegebene Strategien sehr großzügig auszulegen. Das heißt? Sein Trupp hat während der Aufstände auf Tatris zur selben Zeit wie die turianischen Separatisten einen salarianischen Spionagering entdeckt. Statt den Ring zu neutralisieren, hat er sich zurückgezogen und wertvolle Befestigungsanlagen aufgegeben, die von Rebellen erobert wurden.
Dann haben die Rebellen die Salarianer angegriffen und als beide Seiten sich gegenseitig fast aufgerieben hatten, rückte Victus vor und verlor keinen einzigen Mann. Eine mutige Strategie, aber unkonventionelles Verhalten bringt einen in der Hierarchie nicht nach oben. Primarch Victus, das dürfte interessant werden. Wird er der Aufgabe gerecht werden? Wir wissen beide, dass man mit konventioneller Strategie gegen die Reaper untergeht. Er könnte im Moment genau der Richtige sein und ich vertraue ihm. Okay, bringen wir den Shuttle und dann weg von hier. Commander! Shepard, bitte kommen! Kann das warten, Joker? Wir sind hier im Kriegsgebiet. Wir haben ein Problem auf der Normandy, Commander. Sieht aus, als wäre sie besessen. Schaltet Systeme ab, fährt Waffen hoch. Ich finde die Ursache nicht. Ich brauche die Normandy auf Abruf. Vielleicht müssen wir schnell weg. Soll ich zurück und mir die Sache mal ansehen? Gut. Garrus, Sie waren heute Morgen mit Victus zusammen? Ja, aber wir wurden getrennt. Er wollte eine gefährdete Flanke unterstützen. Er könnte überall da draußen sein. Wir versuchen gerade mit ihm Kontakt aufzunehmen. Heuschrecke nähert sich mit Zielflugfeld! Die Viecher sind kacke. Mag die nicht. General, sagen Sie prima, Victus, wir treffen uns hier. Und designtechnisch sind sie cool. Ist das ein Witz? Bin direkt hinter ihm. Sehr gut. Dann wollen wir erstmal leveln mit dir. Dann gucken wir mal. Also erstmal hier die drei Basislevels. Wo wir weitergehen. Panzerbrechende Munition auf jeden Fall. Überlastung. Natürlich. So. Schaden. So, wir haben noch 13. Gehen wir einmal hier rein. Mehr Waffenschaden. Die Fähigkeit mag ich gar nicht so arg. Wir haben noch 9. Für eine reicht's noch. Schnellerer Einsatz ist wichtiger. Den Rest behalten wir mal noch. So. Und die Waffe auch noch? Dahin. Ah. Aber. Wie es hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Und ich sage danke fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, like und subscribe, bleibt für deine, wenn ihr es noch nicht getan habt, die Notation will aktivieren. Das YouTube, was ihr selber von uns sehen wollt. Solltet euch YouTube nicht benachrichtigen, was wann bei uns abgeht, gibt es auf den Twitter-Account. Denn es der mir einen Follower drücken könnt und auf alle Feeds und Zeigen einstellen könnt. Danach solltet ihr Safe Center mitbekommen, wann wo was bei uns abgeht. Dann seht bis zur nächsten Folge. Adieu!